Mexiko im Januar 2015. Die Journalistin Carmen Aristei erhält eine seltsame SMS mit einem Link. In den nächsten 18 Monaten werden 25 weitere solcher Nachrichten folgen. Bueno, fueron bastantes mensajes que contenían información de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra dirección de nuestra casa en la Ciudad de México. Die SMS berichten zum Beispiel vom angeblichen Tod eines ihrer Familienmitglieder. Um mehr zu erfahren, soll sie auf einen Link klicken. Im November 2016 brechen Unbekannte in ihr Büro ein. Mati Monjib ist ein Historiker und Aktivist für Menschenrechte in Marokko. Auch er erhält 2017 und später 2019 eine Reihe seltsamer Textnachrichten. Im Dezember 2020 wird Monjib von den marokkanischen Behörden verhaftet und nur einen Monat später zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Wegen angeblichen Betruges und Geldwäsche. Am 2. Oktober 2018 betritt Jamal Khashoggi um 13.15 Uhr das saudi-arabische Konsulat in Istanbul. Er ist Journalist für die Washington Post. Eigentlich will er nur schnell ein Dokument abholen. Er ist frisch verlobt und braucht eine Bescheinigung, dass er noch unverheiratet ist. 20 Minuten später ist er tot. Khashoggi wurde von 15 saudi-arabischen Agenten ermordet, die ihm im Konsulat aufgelauert haben. Was haben diese drei Fälle gemeinsam? Pegasus. 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 Auf allen Handys der Opfer konnten Spuren der Schadsoftware gefunden werden. Pegasus ist eine der schlimmsten Cyberwaffen der Welt. Niemand ist vor ihr sicher. Weder Journalisten, Menschenrechtler oder Anwälte noch Politiker. Die kleine, unsichtbare Software stellt eine direkte Bedrohung für das Leben vieler Menschen dar. Nicht nur das, im weiteren Sinne bedroht sie ganze Demokratien. Poland, Hungary and now Spain. Three European countries, each with a serious Pegasus abuse scandal. Und jetzt ratet mal, welches Land trotz all dessen ebenfalls eine Pegasus-Version besitzt. Weltweit sind offenbar Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und oppositionelle Politiker ausgespäht worden. Your sleep, your psychology, your behavior, that all changes when you're hacked. And they know that they're fueling human rights abuses. Der saudische Journalist Khashoggi ist tot. Ins Visier von Cyberwaffen wie Pegasus gerät man nicht so schnell. Es gibt aber auch viele kleinere Bedrohungen im Internet und Hacker können schnell an deine Daten gelangen. Der Sponsor des heutigen Videos ist NordVPN. Mit VPNs kannst du virtuell deinen eigenen Standort ändern. Das heißt natürlich nicht, dass man komplett anonym surfen kann und sich keine Gedanken mehr über den Schutz seiner Daten machen muss. VPNs können aber wie Passwortmanager und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu deiner Online-Sicherheit beitragen. Der integrierte Dark Web-Monitor von NordVPN scannt das Dark Web außerdem kontinuierlich nach geleakten Zugangsdaten, in denen deine E-Mail-Adresse vorkommt. Du wirst dann alarmiert, wenn etwas entdeckt wird. Andere Features wie der Bedrohungsschutz können dich potenziell vor schädlicher Werbung schützen. Es gibt über 5400 Server in 60 Ländern und davon sind mehr als 240 in Deutschland. NordVPN ist auch deshalb super schnell. Ihr werdet also keine Probleme mit eurer Verbindung haben. Unter nordvpn.com/simplicissimus kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es 4 Monate gratis dazu. Wenn euch NordVPN nicht gefällt, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Pegasus oder Pegasus wurde von der NSO Group entwickelt. Das ist ein IT-Unternehmen mit Sitz hier in Herzliya, Israel. Pegasus ist eine Spyware. So nennt man Schadsoftware, die ganz speziell versucht, das jeweilige Opfer auszuspionieren. Und die NSO Group hat ganz besondere Kunden für ihre Spionagesoftware. Regierungen. Mit Pegasus können verschiedene Staaten die ganzen Bösewichte in ihren Ländern bespitzeln und dann schlimme Taten verhindern. So seien, laut dem Konzern, bereits die Leben tausender Menschen gerettet worden. Aber naja. It works like this. If I'm a government, I want to hack. Every government has this, you know, total appetite for gaining access to people's communication. Das ist John Scott Railton. Er arbeitet am Citizen Lab an der University of Toronto. Das Citizen Lab ist ein fantastisches Forschungslabor, das sich mit Cybersecurity beschäftigt und zum Beispiel Computerviren untersucht. John hat Pegasus 2016 mit seinen Kollegen entdeckt und war schnell von der Macht der Spyware schockiert. You tell the system a phone number or an email address that you want to hack, and the technology does the rest. It will remotely hack a phone and turn it into a spy in the pocket of the victim.
Häufig gibt es im wahrsten Sinne des Wortes fast nichts, was der Besitzer des Handys dagegen tun kann. Teils erhält das Opfer eine Nachricht mit einem Link, ähnlich wie bei Carmen-Aris.de. Klickt man auf den Link, infiziert Pegasus rasend schnell und unbemerkt das eigene Gerät. Es gab aber auch Zero-Click-Attacken. In diesen Fällen hat sich Pegasus auf dem Gerät installiert, ohne dass der User überhaupt auf einen Link oder so geklickt hat. Dafür nutzte NSO eine damals unbekannte Schwachstelle bei iOS. Der Angreifer schickte einfach eine iMessage mit einem Anhang an die Handynummer des Opfers. Dieser Anhang konnte das iPhone dann automatisch mit Pegasus infizieren. Hat die Spyware sich im jeweiligen Handy eingenistet, haben die Angreifer Zugang zu wirklich allem auf deinem Gerät. Sie können deine E-Mails mit deiner Chefin lesen, deine Nachrichten mit deinem Freund. Sie sehen die Bilder, die er dir schickt. Sie sehen deinen Zahnarzttermin im Kalender, deinen Browserverlauf, die 3400 Fotos in deiner Cloud, deine Notizen und Kontakte. But it can also do some things you can't, like silently turning on the microphone and the camera. Die Angreifer können alles mithören, wenn dein Handy im Raum ist. Sie sehen, was deine Handykamera sieht, auch wenn du gar nicht filmst oder Fotos machst. The state follows you in your home, in your bedroom, with your kids. Das ist Shuri Demulavi. Sie ist Israel-Palästina-Forscherin bei Forensic Architecture, einem Recherchekollektiv in London. In one case you had an Emirati activist who had the baby camera hacked. His child's baby cam was hacked by the government, right? So that level of a violation. Pegasus ist also wahnsinnig mächtig. Die NSO Group behauptet aber ja, wie gesagt, ihre Regierungskunden würden nur und wirklich ausschließlich die Bösen ausspionieren. Terroristen und Verbrecher und so, um ihnen das Handwerk zu legen. Das ist das Narrativ. Die Realität sieht leider ganz anders aus. The Spanish Prime Minister had his phone targeted with spyware Pegasus. Die Kunden des Konzerns sind häufig autoritäre Staaten. Diese Regime haben oft kaum eigene Cyberfähigkeiten. Pegasus ermöglicht es ihnen, ihre Gegner dennoch wahnsinnig effektiv überall auf der Welt auszuspionieren. Und wer sind die klassischen Feinde brutaler Diktatoren? It seems to have been used by disreputable governments to target journalists, activists, human rights defenders and opponents of authoritarian regimes. Das ist Dr. Tim Stevens. Er ist Dozent für Global Security am King's College in London. In fact, what they're doing is selling tools for hacking to governments who then have all sorts of reasons to use them. And many of those uses are really problematic, which is why we investigate. Laut den Recherchen des Citizen Labs wurde Pegasus seit 2015 in mindestens 45 Ländern benutzt, um Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtler auszuspähen. Die Spionagesoftware soll besonders in Mexiko, Marokko, Kasachstan, Saudi-Arabien, Bahrain und in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt worden sein. Und es geht hier nicht um 3 oder 4 oder 5 Fälle, sondern potenziell um Abertausende. Das Pegasus Project ist ein Zusammenschluss aus 80 Journalisten und 17 Organisationen aus insgesamt 10 Ländern. Bei ihrer Recherche hat dieser Zusammenschluss 50.000 Handynummern gefunden. Die gehören Menschen, die vermutlich mit Pegasus ausspioniert werden sollten. Darunter 188 Journalisten, 61 politische Aktivisten, Anwälte und Politiker. Selbst der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und andere Regierungsmitglieder wurden 2019 höchstwahrscheinlich mit Pegasus angegriffen. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Opfer, auf die Menschen, die so von ihren Regierungen ausspioniert wurden? Devant les gens qui ont te déshabillé et ont te interdit même de protéger ta vie. Forensic Architecture hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt und für diese Art der Gewalt sogar einen eigenen Begriff etabliert: Digital Violence. What does it mean, digital violence? Is it violence? They hacked your phone. Your body is untouched, but your mental health, your sleep, your psychology. If your phone is hacked, you're not the only one that's affected. All of your networks, your family, your sources, if you're a journalist, your clients, if you're a lawyer, they're also affected. Forensic Architecture hat in Zusammenarbeit mit Amnesty International und dem Citizen Lab diese Plattform erstellt.
Sie verdeutlicht das Ausmaß von Pegasus und das unglaubliche Leid, das durch den Einsatz der Spyware entstanden ist. Seht ihr diese blauen Punkte hier? Das sind alles Angriffe durch Pegasus. Und diese roten Punkte hier? Die zeigen, wenn ein Opfer von Pegasus im echten Leben bedroht wurde, körperliche Gewalt erfahren hat oder sogar umgebracht wurde. Wie auch im Fall von Jamal Khashoggi. Verwandte und Freunde von Khashoggi sind von der saudi-arabischen Regierung mit Pegasus gehackt und ausspioniert worden. So ist Pegasus direkt an Khashoggis Ermordung geknüpft. Sein Aufenthaltsort, seine Pläne und seine Bewegungen wurden von der Regierung bis zum Konsulat mitverfolgt. Die NSO bestreitet, dass Pegasus bei Khashoggi und seinem Umfeld zum Einsatz kam. Gleichzeitig stellt man sich lieber unwissend. Just saying, well, we don't know what our clients use this for, is a useful marketing ploy. Auch Deutschland hat eine Pegasus-Version erworben. Schon 2017 hat es in Wiesbaden augenscheinlich Verhandlungen zwischen dem BKA und NSO-Delegierten gegeben. Da war man sich aber noch unsicher. Die Leistung der Spionagesoftware war zu stark. Juristen im BKA und dem Bundesinnenministerium hatten Bedenken. Doch obwohl parallel immer mehr über die missbräuchliche Nutzung von Pegasus bekannt wurde, entschied man sich Ende 2020 letztlich dennoch zum Kauf. Die Pegasus-Variante des BKA ist angeblich zwar weniger mächtig als die Vollversion, aber zu was genau sie fähig ist, dazu schweigt die Behörde. Die Spyware kam hier in Deutschland auch bereits zum Einsatz. In Ermittlungsverfahren im Bereich des Terrorismus und der organisierten Kriminalität. Die Enthüllungen des Pegasus Projects haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem als die USA die NSO Group im November 2021 auf die schwarze Liste gesetzt haben. Dadurch wurde der Geschäftsverkehr mit dem israelischen Unternehmen verboten. Im gleichen Monat hat Apple Klage gegen die NSO Group eingereicht. Der Konzern soll die Geräte und Software von Apple nicht mehr nutzen dürfen. Die Klage hatte aber wohl kaum abschreckende Wirkung. Nur einen Monat später wurde das iPhone einer jordanischen Journalistin mit Pegasus gehackt. Und erst im Mai dieses Jahres wurde von einem neuen Hackerangriff berichtet. Auf den Handys des spanischen Ministerpräsidenten und der Verteidigungsministerin des Landes wurden Spuren von Pegasus entdeckt. Of course it's still being used by dozens of governments worldwide. Pegasus steht selbst nur symbolisch für eine ganze Industrie. And we call it mercenary spyware. Das ist der Oberbegriff für verschiedenste Spionagesoftware, die an Regierungen auf der ganzen Welt verkauft wird. Es ist eine Multimilliarden-Dollar-Branche. Der Handel wird kaum kontrolliert. In a bigger sense, you have an industry that's basically out of control. Wir haben gesehen, wofür Pegasus eingesetzt wurde. Ob die Nutzung der Spyware anderer Anbieter da anders ist? Letztlich ist die Frage auch, ob all das wirklich nötig ist. Brauchen Regierungen solche mächtigen Cyberwaffen? My answer is no, because of course these tools are designed to inflict psychological and physical pain. I think there is a legitimate use case for Pegasus. I don't think it's a very nice thing to be doing, but there are people who need to be surveilled because they are dangerous to society. That is the justification. Klar, Terroristen und Kriminelle bekämpfen. Aber das ist selten der einzige Grund für den Einkauf einer solchen Software. Es ist zugleich auch ein Wettrüsten. Wenn Land X Pegasus kauft, ziehen Land Y und Z nach, um mithalten zu können. Die missbräuchliche Nutzung von Pegasus hat Leben zerstört. Wie können wir solche Verbrechen in Zukunft verhindern? It needs to be regulated, of course. There need to be consequences for misuse. You need an independent civil society-based body that oversees and is being reported to when these sort of tools are being used. Als die Enthüllungen über die Nutzung von Pegasus in Deutschland veröffentlicht wurden, blieb der ganz große Aufschrei aus. Vielleicht auch, weil die Gefahr, die von Pegasus ausgeht, nicht wirklich greifbar ist. Aber die psychischen Schäden der Opfer und der tote Journalist, der einem brutalen Regime zum Opfer gefallen ist, das alles ist nur allzu real. Unsere Bundesregierung hat einen Konzern finanziert, der das Werkzeug für eine solche Überwachung augenscheinlich jedem zur Verfügung stellt, der es haben will und bereit ist, dafür zu zahlen. Pegasus ist nicht vereinbar mit unseren demokratischen Werten. Demnach sollten europäische Demokratien auch keine Geschäfte mit Firmen wie der NSO machen. You have a tremendous ability
as a German citizen to make a model for how this kind of technology should be regulated and should be overseen. It would be a real shame if that opportunity were missed. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu Pegasus denkt. Auf der Endcard findet ihr unsere Hacking-Playlist und eine großartige Reportage vom sehr empfehlenswerten Kanal Crisis. Sowas findet man wirklich selten auf YouTube. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.